Bad Ischl im tiefsten Winter. Zwischen Weihnachten und Lichtmess am 2. Februar ist da eine besondere Zeit, weil da geht man auf draus. Der Eckelkurt ist schon unterwegs zum Lippenbauer. Da fängt er an mit seiner Krippel raus und besucht den ersten Krippenfuttern. Herein. Ja, grüß dich, Hans, servus. Oh, Kurt, ich komme ein wenig zur Krippel raus zu dir. Jawohl, gut. Du weißt ja eh, der Schnitzer ist ja der Großvater von meiner Frau gewesen. Und jetzt macht es ja. Ihr seid 90 schon. Einbaut hat er ja alles, was eigentlich zur Landwirtschaft oder zu seiner Arbeit gehört hat, angefangen vom Stallen. Das sind da zwei Richtungen, und zwar einmal, dass er Bergarbeiter, Salzbergarbeiter, also Bergmann war. Und seine zweite Seite ist die Landwirtschaft, der hat ein ganz kleines Landwirtschaftler-Sache betrieben in Bernig. Und eine ganz besondere Figuren gibt es ja auch bei den Krippen bei uns. Zum Beispiel ja, da sehe ich gerade ja, die Traubenträger, die sollen ja was symbolisieren. Die Kundschaft aus dem gelobten Land, symbolisch dargestellt bei der Rückkehr mit übergroßen Trauben. Also es ist ein Beweis dafür, dass das gelobte Land gefunden worden ist. Dann vielleicht kann ich einen Tisch erwähnen, ist auch so eine kleine Besonderheit. Das ist nicht der Stammtisch, sondern da ist der Mann mit der Zeitung drinnen. In Ischl gibt es ja das ganz alte Krippenspiel, das nur alle 4 Jahre aufgeführt wird, weil es in sehr alter Redewendung ist. Und da heißt es immer mal wortwörtlich drin aus Bethlehem, da haben sie die Zeitung gebracht. Die haben aber nicht ein Blatt Papier gebracht, sondern das ist der alte Ausdruck von Nachricht oder Botschaft. Und da man das auch optisch sehen kann, hat ein Mann mit der Zeitung eingesetzt. Ja. Die Krippen wird jetzt zweimal ganz klar umgebaut. Weißt du, Weihnachten einmal wird es ohne Kinning aufgebaut. Isaac Stadenstern, der Glorieengel, über den Stall mit 6. Der Aufbau, wie man heute sieht. Und so bleibt es auch stehen bis zum Lichtmesstag. Hans, danke schön. War wieder hochinteressant. Gefreut mich, dass ich da sein habe dürfen. Ich muss mir meinen Rock anziehen, es schneit, weil jetzt gehen wir zur nächsten Krippe weiter. Unser Krippenraser geht ins Zentrum von der Kaiserstadt. Dort besucht er den Schmied Christoph. Der hat sozusagen eine Krippe aus dem Ausland importiert. Eine echte Ebenseer-Krippe. Ja, hallo Christoph, servus. Servus, gut, grüß dich. Ich war ein wenig auf der Krippe los und hätte mir gerne deine Krippe angeschaut wieder mal. Ja. Gerne. Es gibt ja ein paar Besonderheiten bei deiner Krippe da hier. Das ist vor allem die Halt. Ja, und die ist eben sehr unterschiedlich. Das Heimische ist eben da in diesem Bereich und dann geht das über ins Orientalische. Und das kommt aber bei ebenseer Krippen immer wieder vor. Und die Vogeln oben, da Vogel der Gimpel und so, die haben. Ja, die Vogel sind natürlich auch ein typisches Merkmal für ebenseer Krippen, weil sie begeisterte Vögelfänger sind. Die Hauptfiguren hat er vor allem Seder selber geschnitzt und die Ebenseer haben sich dann ein bisschen zusammentauscht und sind verschiedene andere Schnitzer, Ebenseer-Schnitzer, also haben sie da auch verwirklicht. Ich muss immer wieder sagen, es ist eine Freude, wenn man zu dir kommen darf, Krippel schauen, aber jetzt müssen wir uns verabschieden, weil jetzt geht es noch weiter, unser Krippel raus. Jetzt gehe ich nach Gulsern in die Kirchenkrippen nach Agatha. Ja, Herr Pfarrer, früher war ja die Krippelraus eigentlich schon lang Tradition, aber mehr in der Kirche, oder? Ja, die Krippelraus, das heißt ja eigentlich, dass man sich auf den Weg macht, um verschiedene Krippen zu besuchen, in den Häusern, die früher auch da herinnen die Salzleute gefertigt haben. Und jetzt haben wir in dieser Kirche auch eine besondere Krippe und die Leute kommen auch da her, machen eine Reise sozusagen. In Gulsern hat man ja nicht so eine Krippen gehabt, so eine Krippenraus machen, wie man es heute überall kennt, aber du hast ja das Glück, du hast jetzt auch in der Kirche in Agatha Krippen und die schauen wir uns jetzt an. Das tun wir jetzt, da gehen wir hin. Es ist viel Leben drinnen, es sind Innenfiguren, da sind jeweils Patenschaften, unter anderem ist da ein Jager mit einer Gams. Das hat
einer gestiftet, dessen Vater öfters auf der Gams gegangen ist. Und somit ist da jetzt auch eine Szene entstanden, die wirklich da herpasst. Der Agatha-Wirt ist drin, der alte Stadl ist drin. Es geht einfach darum, dass das Weihnachtsgeschehen in unserer Gegend einer kommt. Das sind die heimatlichen Krippen, die Heimatkrippen, wo man sagt, die Botschaft Jesu kehrt auch daher, dass da lebendig wird. Und damit beenden wir unser Krippelrohrs im Salzkammergut. Aber vorher lassen wir noch einen Krippentaler da, weil so ist der Brauch.